Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Project Unstable 4. Könnt ihr glauben, dass es schon wieder über 2 Monate mittlerweile sind? Das ist Wahnsinn. So, das soll wahrscheinlich jetzt erstmal zu laufen. So mal als kurzes Update. Ich habe heute erfolgreich ein Backup gemacht. Also, in der Hoffnung, dass es jetzt alles so läuft und bleibt, habe ich, ja, okay. Genau. Ja, also, ich gehe mal vom Besten hoffentlich aus, dass wir da jetzt ohne Probleme weitermachen können. So, was ich heute mir überlegt habe, wir werden heute mal uns dran setzen, dass wir vielleicht das Immersive Engineering-Zeug mal ein bisschen machen. Dass wir die Wasserräder hinsetzen, weil im Moment geht es ja mit den Frames, wenn ich die setze. Also sie erzeugen keinen übermäßigen Frame-Drop. Ja. Also beziehungsweise, glaube ich, gar keinen, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wir können die eigentlich hier einfach... Genau. Ich weiß nicht, wie es mit der Animation wird. Das wird jetzt lustig. Moment, was passiert, wenn sie animiert sind? Das kann jetzt noch witzig werden. Wasser. Okay, die Frames waren gedroppt, aber gehen jetzt wieder hoch. Okay, wunderbar. Okay. Gut, dann können wir das nämlich nutzen. Das ist wunderbar. Dann können wir uns ein bisschen Energie nämlich damit produzieren. Aber sobald das Wasser weggeht, dann habe ich hier nur 10 Frames. Oh, oh Gott. Jetzt geht's wieder hoch. Okay, also entweder das Wasser sorgt die ganze Zeit für Render-Updates. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas dergleichen muss ja passieren. So. Dann nehme ich mal nochmal einen Stone erstmal. Machen wir hier oben noch eine Linie rein. Weil hier soll ja das Wasser nicht reinfließen. Sondern ich soll ja hier ein bisschen rüberfließen. Eigentlich kann ich noch mehr von diesen Water Wheels gleich machen. Dass wir gleich unsere Stromproduktion verdingensen. Missing Items. Habe ich hier noch Treated Wood? Meine Stimme verlässt mich, das ist schon wieder sehr gut. Okay. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich... Gottes Willen. Okay, wir haben definitiv nicht genug Treated Wood. Das ist aber kein Problem. Wenn wir einfach sagen können, wir nehmen ein paar Eimer mit. Machen wir das Eimer weg. Achso. Es geht nicht mit gesteckten Eimern. Vergesse es immer wieder. Okay, dann brauchen wir Holz. Einmal vollstecken. Hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht, aber ist egal. Machen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen Treated Wood. So. Okay. So. Einmal. Ich weiß gar nicht, wie viel braucht man denn für so ein Wasserrad. Ich guck mal, wie viel ich jetzt damit machen kann. Das ist vielleicht erstmal ein guter Anfang. Weg. Beziehungsweise, wir machen das mal so. Geht schneller. Gut, also wir brauchen davon brauchen wir 4 pro Wasserrad. Also ein Wasserrad. 2 Wasserräder. Dann brauchen wir Sticks. 2 Wasserräder. Wir brauchen insgesamt 4 Wasserräder. Ne, Moment. Wir brauchen 5 Wasserräder. Wir brauchen noch... Wir brauchen 4. 3 und 3 macht 4. Jetzt habe ich das gesteckt, weil ich doof bin. Okay, dann brauchen wir noch 1. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Treated Wood, aber nicht viel. Also machen wir nochmal 3 mal. 1, 2, 3. Ist wieder ein Zombie-Pigment irgendwo. Das und das. Treated Wood. Treated Wood und Treated Wood. Nein, nein, so. Okay. Und dann 3, 4. Okay. Wasserräder. Wasserräder, sagte ich. Ah, wir brauchen. Ja, wir brauchen 4. Ja, ich dachte jetzt gerade, ich habe mich verrechnet, aber. Irgendwie
Irgendwie werden die Zombie-Pikmin übrigens nicht unbedingt aggro, wenn man die abschießt, ist mir aufgefallen. Also die anderen Zombie-Pikmin sind nicht unbedingt so aggro, wenn man ihren Mitkollegen Dingens da abschießt. Ich brauche noch so einen Kinetic Dermo. Kinetic Dynamo. Einmal das Ding, einmal das Ding. Wunderbar. Dann brauchen wir noch den Stromanschluss dazu und dann haben wir es eigentlich schon. Ne? Warum kann ich nicht? So. Okay. Nee, unsere kleine Turbine. So, okay. Dann müssten wir jetzt eigentlich dafür sorgen, dass es hier nach unten fließen kann. Das heißt, theoretisch müsste ich hier... das können wir dann auch manuell machen. Wir müssen mal schauen. Machen wir es mit Wire? Ja. Machen wir es mit dem... Warum nicht? Wir können ja einen Post machen. Wir haben ja verschiedene. Wir haben ja Wooden Post, wir haben Aluminium Post und wir haben Steel Post. Ich weiß nicht, was die Unterschiede jetzt bei den Dingern unbedingt sind. Der macht die Geräusche. Hab ich jetzt schon gewundert, was hier diese Geräusche macht. Das sind die Squids. Das ist so ein ekliges Geräusch. Ich weiß nicht. So. Um Holz, oder? Schon sagen. So. Ein paar Posts davon. Nee. 4. Und. Bup. Bin immer. So. Okay. Jetzt nur die Frage, kann ich die mittlerweile eigentlich mit dem Hammer richtig bearbeiten? Also hier die Dinger ausfahren? Es ist da, es wird aber nicht gerendert. Okay. Einmal F3 und A und es funktioniert. Gut. Alles klar. Also können wir damit dann auf jeden Fall unsere kleinen Stromleitungen machen. Vielleicht ganz schick, wenn wir die da draußen bauen. So. Die Frage ist nur, wie macht man es am besten mit dem Strom hochkriegen? Zum einen sind die hier nicht gleich. Das behebe ich gleich mal. Ich will, dass die alle schön in einer Reihenfolge sind. So. Also sich, wenn möglich, dann auch gleichzeitig im gleichen Takt bewegen. Das wäre schön. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, wenn ich hier aufmache. Dass das dann auch funktioniert. Hi. So, okay. Wie kommen wir jetzt an den Dynamo am besten ran? Ist ja hier. Gehen wir nach unten. Erstmal. Ich würde es irgendwie gerne nach oben bringen. Und dann hier einmal quer rüber. Oder wir bringen es einfach so rüber. Alles doof. Ich glaube, ich mache erstmal Folgendes. Wir gehen erstmal hier nach unten. Das hier in der Mitte sieht ja eh keiner. Diesen Tunnel hier. Bis hier. Also praktisch hier können wir einen nach unten gehen. Warte mal. Wir nehmen den noch ein bisschen. Cable. Eine Wire. Okay, wir haben kein Copperwire mehr. Wire Length 1024 Blöcke. What? Okay. Hatte ich nicht davon noch ein paar Sachen? Irgendwie? Nicht? Doch. Wo ist es doch? Ein richtig Kabel habe ich nicht, ne? Nö. Dann nicht. So. Okay. LV-Wire sollten reichen. Okay, ich brauche noch die Konnektor. Ne, Relay, so rum. Okay, also wir haben ein Teil hier. Und das
machen wir jetzt irgendwie zugänglich. Wir können es auch einfach nach hier hinten packen. Das wäre vielleicht sogar noch schlauer. Brauchen wir vielleicht gar nicht unbedingt die Wire so sehr. Wir gucken mal ganz kurz von innen. Weil wir haben ja hier eh die Möglichkeit. Ist die Frage, wo ist die Mitte? Das hier ist die Mitte, ne? Okay. Da. So, und da haben wir das Ding. Dann können wir einfach gerade nach hinten gehen. Dann müssten wir hinten halt die komplette Energie machen. Ist aber kein Problem. Das habe ich. Ich habe da noch. Moment, ich habe da noch Buffer. Energy Buffer, genau. Könnte man noch painten, aber warum? Können wir die theoretisch hier reinsetzen? Und können die verbinden. Wobei ich dafür dann nicht die Wire unbedingt nehmen sollte. Da kann ich dann auch einfach Cable nehmen. Conduits. So, das reicht. So. What the fuck? So. Hier haben wir einen Input. Das gleiche dann hier hinten irgendwo nochmal. Ja, hier. Okay. Wir können das dann später ja alles noch painten. Wie wir lustig sind. Nur, dass wir erstmal irgendeine Verbindung haben. Ups. Nein. Nein. So. Und das Ding ist nur pull. Okay. Alles klar. Theoretisch können wir hier auch noch Glas hinsetzen und könnten dann Swatch das Ding angucken. Müssen wir mal schauen. Es ist halt nicht zentral, was es ein bisschen doof macht. Und dann können wir hier vorne den Strom irgendwie abgreifen vielleicht. Mal schauen. Vielleicht verschiebe ich nämlich die Form auch noch. Bin mir unsicher. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns mal dran, dass wir das da oben ankriegen. Frage ist wie. Setzen wir hier Source-Blöcke hin? Ich müsste es halt gut timen. Vielleicht hier ein, da ein, da ein. Dann drehen sich drei und es leckt kurz. Das war doof, das war sehr doof. So. Zwei. Und. Drei. Drehen sich gar nicht. Okay, ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber connected sind sie auf jeden Fall richtig. Ich baue sie nochmal ab. Jetzt ruckelt das wieder hier wie Hunde. Also ich habe keinen Platz im Inventar. So. So, also nochmal auf neue. Oder aufs neue. So. So. Dreht es sich denn überhaupt, wenn ich jetzt hier ein so ein Ding setze? Also wenn ich hier ein so ein Dreier-Array mache? Das ist doof. Das fließt nämlich in eine ganz doofe Stelle und ich habe es was nicht eigentlich sollen. Wiedersehen. Hier mal dicht. Was fließt das da hinten? Nein, ist egal. Okay, sie drehen sich gar nicht. Warum nicht? Moment, haben sie vielleicht doch Strom produziert, drehen sich nur nicht? Nö. Okay. Ich mache das jetzt mal so, wie ich es mir hier auch gedacht hatte. Das heißt, ich baue mal das hier alles zu. So, mal hier dafür. So, dass es praktisch dann hier runterläuft, so wie ich mir das denke. Ich mache auch mal hier zur Sicherheit nochmal so ein Ding hin. Und dann hier einmal so. Das sollte auf jeden Fall der Wasserlauf sein, den ich gerne haben möchte. Das heißt, es fließt da runter. Und dann dort unten wieder zurück. So, dann haben wir zwei. Ups. Zwei.
dreht sich nicht. Dann. Warum dreht sich nicht? Sehe ich irgendwas? Oder ist vielleicht das hier das Problem? Ist das hier behindert? Das kann natürlich sein. Okay, wir haben den Fehler gefunden. Jetzt wabbelt das hier lustig hin und her. Das heißt, wir machen das mal weg. Okay, gut. Wir haben den Fehler gefunden. Toll. So. Ich mach's jetzt mal einmal komplett so, wie ich mir das hier vorgestellt hatte. Tun wir es einfach später dann wegmachen dementsprechend. Huch. So. Okay. Das ist doch schon wieder doof. So. Ich habe irgendwie ganz oft schon gesagt, das ist doch schon wieder doof heute. So. Okay, wir könnten ein höher gehen einfach. Das sollte ja kein Problem sein, wenn das Wasser praktisch hier oben runterläuft. Und dann von oben halt ne, so ein kleines Hüpferchen macht. So ein Hüpferli. Betthuferli. Und dann geht das schon. Problem ist halt, dass es hier immer versucht runter zu fließen. Das heißt, wir müssen eigentlich den Felsen hier noch so ein Stück vorbauen. Irgendwie so. Damit es halbwegs geht. Hier versucht es ja dann auch. Na, wer weiß. Warum ist das eigentlich falsch rum? So. Und schon. Ich habe halt Angst davor, dass es hier wieder überall durch die Kante fließt. Ich mach's mal so. Ich muss mir da vielleicht noch was einfallen lassen. Das muss ich schöner machen. Okay, das ist noch da hinten, da kann es nicht fließen. Das heißt, ich mache jetzt nochmal die drei Eimer voll. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es dreht sich schon mal nichts. Doch die eine Seite dreht sich. Jetzt drehen sich beide. Aber unterschiedlich schnell, ne? Jetzt drehen sie sich im gleichen Speed, sind aber versetzt, leider. Kann ich irgendwie... Gibt es irgendeinen Block, den ich schnell abbauen kann? Der aber blockiert? Das überlege ich gerade. Irgendeinen Block, den ich mit einem Schlag abbauen kann, der aber verhindert, dass Wasser durchfließen kann. Gibt es da was? Ich könnte Laub nehmen. Und dann einfach mit einer Schere einmal durchsensen, das ginge. Machen wir das doch. Ich brauche 6 Laub. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Achso. So. Okay, na dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lass uns einmal ganz kurz alles anhalten hier. Dass das Wasser hier runterfließt, sorgt eigentlich nur dafür, dass wir noch ein bisschen mehr Strom kriegen. So, jetzt halten die an. Beziehungsweise ich halte sie an. Kann ich eigentlich... Sind die... Die sind wahrscheinlich nicht in der richtigen Position. So. Na? Na? Kann ich nicht? Jetzt. Ich möchte nämlich unbedingt, dass die alle gleich sich bewegen. Das wäre wesentlich schöner. Also ich fände es schöner. Wobei es wahrscheinlich eh nach dem ersten irgendwie im Moment, wenn wir updaten oder irgendwas. Nein, 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 geh weg. Ich frage, warum hier das Wasser schon wieder verbuggt ist.
fließt es nicht nach unten? Ah, ich kann nicht sagen, warum. Da ist noch ein Leaf drauf, was er nicht abgebaut hat. Das sieht ja jetzt auch wieder... Jetzt muss ich nochmal anhalten. Vielleicht ist ja diesmal... Ne, es ist nicht alles in der gleichen Geschwindigkeit. Ich möchte nur, dass es alles gleich ist. Warum kann ich das nicht haben? Wahrscheinlich geht es überhaupt nicht. Rein von Code-mäßig nicht. So. 1, 2... Und 3. Ich sage, es geht gar nicht. Ich mache hier umsonst die Mühe. Okay, das Problem ist nur, ich muss eigentlich so rum abbauen. So. Wir hoffen, dass es, wenn es jetzt anfängt... Okay, die eine Seite ist schneller als die andere. Es ist dafür geknackt. Entschuldigt bitte, aber... So. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt bauen wir von das Ding ab. Dadurch fließt jetzt hier vorne das Wasser noch lang. So. Und dann haben wir jetzt hier so ein wunderschönes Ding. Es ist so schön. Und dann... ich den Replace-Wand da noch irgendwo da. So. Stone. Zieht's mir ja nicht Frames? Nee. Es geht. Okay, wenn sie es einmal dreht, dann geht's. So, dann machen wir jetzt hier unten einmal alles zu Stone, bitte. Und hier drunter auch nochmal. Theoretisch. So. Man sieht leider die Wasserräder nicht so toll. Es wäre eigentlich schöner, wenn das Wasser dahinter gehen würde. Dann würde man Wasserräder noch sehen. So sieht man sie leider nicht. Oh, naja, gut. Man kann nicht alles haben. Das war einer zu viel, den wollte ich nicht. So. Okay. Dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall schon mal Strom. Jetzt würde ich gerne aber auch wissen, wie viel Strom das System wir da kriegen. Es sollte auf jeden Fall genug sein, um eine ganze Menge Zeug zu ersetzen da unten an unserer bisherigen Energieversorgung. Die Dinger sollten voll sein mittlerweile. Und der Stromausput ist wirklich nur unten. Oder kann der gar nicht intern Strom speichern? Das kann auch sein. Aber hat er doch. Keine Ahnung. Lef? Lef? Klappt ja super. Das klappt ja wieder einwandfrei. Lev. Da sehe ich hier irgendwas. Oder geht's nur oben? Hier oben ist ein Punkt. Oder warte mal. Geh mal oben hin. Es kann sein, dass es nur von oben geht. Ging, glaube ich, nur von irgendeiner Seite, aber wie gesagt, ist zu lange her. Nö. Achso, es ist noch falsch rum, Mensch. So. Vielleicht jetzt? Nein. Okay, selbst wenn ich sneake, passiert nichts. Mit Linksklick kann ich auch nicht bearbeiten. Okay, alles klar. Wunderbar. Ich kriege keinen Strom raus. Oder muss ich diese internen Sachen nehmen? Jetzt vielleicht nur wirklich über... Das wäre natürlich auch möglich, dass es nur über... Dingens geht. Ja,
Es geht nur über. Okay, gut. Alles klar. Das erklärt alles. Haben wir irgendwie wiremäßig was Stärkeres? Oder wir machen was anderes. Wir machen was komplett anderes. Wir machen uns einfach einen kleinen Capacitor. MV vielleicht. Elektrum. Nee. Kann ich vielleicht den größten machen? HV? HV kann ich ohne Problem machen. Dann machen wir HV. Da! Die wollen nicht, dass ich heute irgendwas schaffe. Heute soll ich nicht schaffen. So, okay. Also wir merken uns, Kinetic Dynamo funktioniert nur mit Immersive Engineering Kabeln. Aber es sollte auch theoretisch jetzt hier mit funktionieren. So. Das ist alles weg hier. Das muss ich nicht brauchen. Theoretisch brauche ich auch nur zwei oder einen Kapazitor. Erstmal nur. Okay. Wir erstmal nur wissen, wie viel Strom es ist. Das ist erstmal Schritt 1. So, und dann muss ich jetzt hier immer das wieder zubauen komplett. Was ich jetzt hier so mühselig aufgeruppt habe. So, das war doof. Mensch, fehlt einer. So. Okay, ich brauche anscheinend wirklich die Kabel, weil das Ding kriegt auch nichts rein. Es sei denn, ich muss dann Input definieren, das kann auch sein. Nein, und? Ja, okay, ich muss den Input definieren. Alles klar. Und dann mal hier einen. Ich weiß nicht, was es ist. Hab ich jetzt einen In- oder Output? Orange war, glaube ich, Output, ne? Ja. Okay. Dann wissen wir jetzt, was wir machen müssen. Dann geht es ja alles einfach. Also ist der weg. Ich finde es nur faszinierend, dass es sich verbindet, aber halt wirklich keinerlei Strom rankriegt. Achso. Das müssen wir ganz kurz definieren. Blau. Okay. So. Okay. Alles klar. Wie viel Strom kriegen wir jetzt eigentlich dazu? Ich kann nicht sehen, wie viel da drin ist. Ich mache mal hier weg. Und dann machen wir einfach mal diesen da. Und diesen da. Und lass uns einmal komplett voll laufen. Push. Push. Jetzt haben wir ganz kurz einen Input, der relativ stark ist, bis das Ding komplett leer ist. Okay. Wir machen nichts. 69. Ernsthaft? Ist das jetzt so im neuen Immersive Engineering, dass die keinen Strom produzieren? Weil früher hat doch 1 schon 32 gemacht. Das ist mir jetzt neu. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es unbedingt so das Problem macht. Das ist doch wesentlich mehr, oder? Jetzt haben wir 0. Jetzt haben wir 69. Das Ding produziert 0. Pull push. What the fuck? Hier kommt, gib mir keinen Strom. What the fuck? Achso. Das Ding ist falsch gepolt. Okay, jetzt kommt der Strom an. Macht hier das Ding. Das heißt 33.
9 durch 3 mal 3. 23. 23er F macht ein Wasserrad. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit wesentlich mehr gerechnet als mit dem bisschen. Ich meine, damit können wir die Farming Station betreiben. Das war's. Bin irgendwie enttäuscht. Ich habe wesentlich mehr erwartet. An Strom. Jetzt, wenn ich so zurückdenke, was die vorigen Staffeln da das Zeug gebracht hat. Naja, gut, aber es kann sein, dass es dadurch jetzt gebalanced ist. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Dann bedanke ich mich jetzt trotzdem fürs Zuschauen. Das waren 30 Minuten. Holy moly. Ich habe 30 Minuten damit zugebracht, 6 Wasserräder zu platzieren. Wow. Ich bin echt in Topform im Moment. Okay, ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Der Montag ist ja jetzt, wenn ihr das seht, eigentlich schon fast vorbei, ne? Also, dann, ja. Genießt den Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Ciao und ich frage mich immer noch, warum die so wenig geben. Naja, gut. Egal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.